Sie sind wahrscheinlich hier, weil Sie einen Brief bekommen haben. Sie sollen für den Mikrozensus befragt werden. Und jetzt überlegen Sie sich wahrscheinlich, was das eigentlich ist, warum das Ganze überhaupt sein muss, ob Sie mitmachen müssen und was mit Ihren Antworten passiert. Und wenn Sie keinen Brief bekommen haben, sondern aus reinem Interesse zuschauen, haben Sie vielleicht die gleichen Fragen. Fangen wir vorne an. Was ist der Mikrozensus? Der Mikrozensus ist eine amtliche Befragung von Haushalten. Seit 1957 werden jedes Jahr 1% der Haushalte in Deutschland befragt und geben Auskunft zu Themen wie Haushaltsgröße, Lebensunterhalt und Einkommen, Kinderbetreuung, Schule und Studium, Aus- und Weiterbildung, Beruf und Arbeitssuche, Internetnutzung und Wohnsituation. Der Mikrozensus wird von den statistischen Ämtern des Bundes und der Länder gemeinschaftlich vorbereitet, durchgeführt und ausgewertet. Jetzt denken Sie sich vielleicht, dass einige dieser Daten schon bei diversen Ämtern vorhanden sind. Und damit haben Sie recht. Aber diese Daten dürfen nicht verwendet werden. Darum brauchen wir den Mikrozensus. Ihre dargemachten Angaben werden auch nicht an andere Ämter, wie zum Beispiel das Finanzamt, weitergegeben. Auf Basis des Mikrozensus werden wichtige politische Entscheidungen getroffen, die uns alle betreffen. Zum Beispiel, wie Haushalte mit Kindern unterstützt werden können, um Familie und Beruf besser miteinander zu vereinbaren. Oder wie Menschen mit geringem Einkommen finanziell gefördert werden können. Und auch für Wissenschaft, Medien und Öffentlichkeit sind die Daten interessant, um zum Beispiel zu erfahren, wie sich die Mieten entwickeln. Es kann vorkommen, dass Ihre Nachbarn auch beim Mikrozensus mitmachen. Dies liegt daran, dass nicht einzelne Personen zur Befragung zufällig ausgewählt werden, sondern zusammenliegende Häuser oder Wohnungen. Damit die Ergebnisse wirklich für alle Menschen in Deutschland stehen können, müssen Menschen in jeder Lebenssituation befragt werden. Und deswegen sind alle Ausgewählten verpflichtet mitzumachen. Auch Sie. Wenn nur Menschen mit mehr Freizeit, zum Beispiel Rentnerinnen und Rentner, antworten und Menschen mit weniger Freizeit, zum Beispiel berufstätige Eltern, nicht antworten, dann werden die Menschen mit wenig Zeit in den Ergebnissen nicht auftauchen und bei Entscheidungen nicht beachtet. Damit Veränderungen sichtbar werden, werden sie bis zu 4-mal befragt. Dabei können Sie sich aussuchen, wie die Befragung abläuft. Sie können den Fragebogen mit persönlicher Unterstützung durch eine Interviewerin oder einen Interviewer oder alleine online oder auf Papier beantworten. So, wie es Ihnen am besten passt. Die Antworten werden dann ausgewertet und auf die ganze Bevölkerung hochgerechnet. Sie antworten damit auch stellvertretend für viele andere Menschen. Ihre Antworten können Ihnen später nicht mehr zugeordnet werden und es können keine Aussagen über einzelne Personen getroffen werden. Es bleiben also nur anonyme, zusammengefasste Ergebnisse übrig. Sie sehen, der Brief ist nur ein Anfang, aber es ist der Anfang einer wichtigen Aufgabe. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen.